Hallo zusammen und guten Morgen von der AIDA Stella. Gestern Abend sind wir ja auch in der Dunkelheit weggefahren von Barcelona die ganze Nacht durch. Und jetzt, wo sind wir angekommen da? Ja, wir sind in Valencia. Hört sich an wie Venice? Ja. Venedig. Venedig. Genau. Ja, und heute, das ist letzter Tag und letzter Ausflug für uns. Ja, und machen wir heute zweimal. Ja. Erste, das ist Aquarium. Der Aquarium, die war die Größe von Europa. Und danach gehen wir zum Stadtschauen. Genau. Die drittgrößte Stadt von Spanien. Die Hafenstadt, die für so viele Dinge berühmt ist. Mal schauen, wie viel wir davon sehen werden. Okay, dann geht's jetzt los. Viel Spaß. Okay, es gab schon wieder eine kleine Planänderung auf unserer Tour. Wir fahren jetzt nicht zuerst zum Aquarium, sondern sind jetzt zuerst in der Altstadt. Also ja, wie wir jetzt schon öfter erlebt haben, das Programm kann sich immer mal wieder ändern. Also naja gut, wir werden ja heute Abend dann, das ist ja der letzte Tag wie gesagt, ein Fazit ziehen am Ende des Videos dann. Und genau, erstmal ganz interessante Fahrt in die Altstadt hinein. Auffällig, ja, tolle Gebäude, oder? Schön, warte mal. Sehr auffällig der Jugendstil von den vielen Wohngebäuden, Fassaden. Sie hat gemeint, je reicher die Leute waren, desto mehr Eisen außen dran. Von Tiroi, Kautelek, Jürgen, von Rabian. Weißt du, oder? Verstehst du? Und genau. Also wir schauen uns jetzt zuerst ein bisschen die Altstadt an und ja genau, was auffällig ist, also es kommt hier alles ziemlich spät in Gang, die meisten Geschäfte öffnen auch erst so gegen 10 Uhr, also deutlich ruhiger am frühen Morgen im Vergleich zu Deutschland. Erklärt sie gerade über das Headset, mit dem wir verbunden sind. Hier, das ist ein Mandarinen-Orangenbaum. Aber die sind anscheinend nicht genießbar, die Früchte hier. Weil ja, der Baum ist zu groß gewachsen und ja, einfach zu sauer. Schade. Und das war deswegen wichtig zu erwähnen, weil Valencia ist ja weltberühmt für Orangen. Also die besten Orangen, mindestens aus Europa, sollen ja von hier, von Valencia kommen. So, ich glaube, da sind wir am ersten großen Highlight des Tages, oder? Ja. Das scheint so ein
ganz berühmter Platz zu sein. Und auf jeden Fall ist es berühmt für diesen Turm hier, ja. El Micalet. Ich hoffe, ich betone es jetzt richtig. Und das ist ja das Wahrzeichen von Valencia. Ja, weißt du, wie das heißt? Ich weiß es nicht. Das ist die junge Frau, die heißt Maria Nicolás. Hat sie gesagt, oder? Ja, wenn hast ich, du gehört? Wenn ich habe richtig verstanden. Ja. Ich denke, das ist Maria Nicolás. Ja, das ist so der Hauptplatz von mitten in der Altstadt von Valencia. Und wieder rundherum die ganzen alten, beeindruckenden Gebäude im Jugendstil. Schön. Und Stefan, ich habe eine Frage in Europa. Wie heißt das nochmal in Luban? Die Statue? Ja. Statue, oder? Ja. Warum haben sie immer Lockenhaare? Ach, Lockenhaare. Ich dachte immer Tauben auf dem Kopf. Ja. Immer Lockenhaare. Ja, immer Lockenhaare. Das war einfach so die Haarstruktur früher, denke ich mal. Das ist so, das ist richtige Art von die Haare von Europa, oder? Ja, vor einigen hundert Jahren. Ah. Gute Frage. Muss wohl so sein. Und jetzt, was ist das da? Weißt du das? Ja, das sind ein altes römisches Bad, ist das hier. Also Valencia, haben wir erfahren, wurde ursprünglich von den Römern gegründet, die ja die ganze iberische Halbinsel besaßen. Und die meisten Gebäude, da haben sie einfach drüber gebaut. Da ist nicht mehr viel zu erkennen von dem römischen Kulturerbe. Und das ist eben eine Ausnahme, sehr gut geschützt mit dem Glas. Im Wasser oben drauf, weiß gar nicht, warum sie das Wasser haben. Ich müsste öfter das aufsitzen, aber es ist nicht so einfach, alles gleichzeitig zu machen. Die Kuh hat einen Regenschirm bekommen. So, und jetzt haben wir einmal ein bisschen Glück gehabt. Wir sind jetzt zu dem Zentral. Market direkt hinter dem Gebäude hier gekommen, der berühmteste Fischmarkt von Valencia, so viel leckeres Streetfood und ich konnte kurz reingehen und mir eine typische Delikatesse von Valencia kaufen. Also es ist so anscheinend, die Leute hier, sie frühstücken am Morgen fast gar nichts, bisschen Kaffee, vielleicht ein Toast, ganz leicht, und dann haben sie ein zweites Frühstück, das ist dann ganz groß. Und ja, da gibt es dann typischerweise, Vorsicht da, sehr große belegte Sandwiches. Und da haben wir jetzt eins gekauft, Bocadillo. Schau mal da. Kannst du mal, was haben sie da drin? Ist sie drin? Apfel, Käse, Chili eingelegt. Was, Apfel? Was war Apfel? Das? Apfel, tatsächlich. Ja, und ein bisschen Schinken. Ja. Wow. Und ich glaube, das sind getrocknete Tomaten, kann das sein? Ja, vielleicht. Achso, ja, genau, nicht Chili, tut mir leid. Ja, schon alles. Probier mir mal, oder? Ja. Ja, bitteschön. Mal schauen, wie das schmeckt. Danke. Ja. Mhm. Musst du auch probieren? Natürlich ziemlich fruchtig, überraschenderweise, mit dem Apfel, sehr ungewohnt, einfach sehr deftig, da gibt es noch viel dickere, also die belegen die Sandwiches wirklich mit allem möglichen, weil sie am Morgen fast gar nichts gefrühstückt haben, aber dann hauen sie so richtig rein, da gibt es dann meistens auch noch so ein paar Beilagenteller dazu, typisch. Das war echt gut, ein bisschen süß von Apfel. Ja.
war mit dem Käse und Schinken. Einfach, ich glaube, die nicht überlegen schlecht. Da gar nicht zu sehr, was sie da alles reintun, was sie gerade da haben und was einen dann anmacht. Da wählt man das bestimmte Sandwich dann aus. Typisches Frühstück in Valencia. Endlich haben wir mal was Leckeres geschafft auf dieser sehr touristischen Tour. So, es ging jetzt wieder weiter mit dem Bus und wir sind jetzt hier am sogenannten oder in der sogenannten Stadt der Künste und Wissenschaften. Und das ist die bekannteste Attraktion der neuen Stadt, unter anderem auch die größte Oper der Welt gibt es hier. Aber da sind wir nicht. Wo sind wir jetzt da? Ja. Wo sind wir? Wir sind im Aquarium. Genau, das ist das größte Aquarium Europas. Was gibt's hier? Weißt du noch die Info? So viele Tiere. Haben wir nachgeschaut? Wie viele? Weißt du noch? 450.000. Ja, und 500 und verschiedene Arten. Arten. Genau. Okay, schauen wir mal, oder? Ja. Los geht's. Schau da. Der erste Bereich gibt, glaube ich, drei große Bereiche. Das sind die Meerestiere von den Tropen. Und gleich sehen wir was von Thailand. Ja, schauen wir mal. Jetzt die Treppen hochgegangen und ja, ich glaube, wir sind immer noch im tropischen Bereich. Mal schauen, was es dann hier noch zu sehen gibt und ich mache das jetzt ein bisschen schneller, also mit den anderen Bereichen auch, damit ihr einfach so die Highlights seht und damit es nicht zu langweilig wird. Und danach geht es wieder zum Schiff und zum großen Abschluss, zum Fazit dieser Mittelmeerkreuzfahrt.
Ja, und dann sind wir wieder zurück auf dem Schiff, auf der AIDA Stella. Und ja, jetzt als kleines Fazit zu dieser gesamten Mittelmeerkreuzfahrt. Da, fang du erst an. Wie hat es dir gefallen insgesamt? Ja, heute war schön in Altstadt, gell? Und Aquarium auch war sehr interessant. Gefällt mir das mit dem Waluna. So süß! Waluna? Luna, Wal, der Wal. Der Wal, ja. Ja. Die kleinen süß. Wale. Ja. Und Pinguin. Ja, das wusste ich schon. Ich meine jetzt insgesamt die Tour von die Mittelmeerkreuzfahrt mit dem Schiff. Was denkst du, was war gut und was war nicht so gut? Ja, für ungefähr für mich eine Woche, das ist genug. Dann, das waren jetzt 10 Tage, also 10 Nächte. Ja. Mhm. Ja. Ja. Schöne Erfahrung, gell? Ja, auf jeden Fall. Ja, viel los. Also klar, positiv erst. Man hätte oder man kann in 10 Tagen jetzt wahrscheinlich nicht mehr sehen als das, was wir jetzt alles gesehen haben. Die vielen Orte, fast jeden Tag eigentlich ein anderer neuer Ort. Ja. 2 Seetage waren dabei. Mhm. Und ja, damit kommt natürlich halt dann auch Nachteil, dass man die einzelnen Städte nur so light sieht, nur so halb, wenn überhaupt. Das Kulinarische kam leider etwas kurz. In Italien hatten wir auch einige gute Restaurant-Erfahrungen, gell? Das war interessant. Genau. Und auf jeden Fall, die Kreuzfahrt wird uns in Erinnerung bleiben. Zum Beispiel ja, die Mitarbeiter, die Filipinos, die wir kennenlernen durften in unserem Stammrestaurant, kann man sagen, das Market. Ja. Restaurant waren so nett, oder? Ja. Immer Smalltalk und ja, einfach auch tolle Unterhaltung, weil ich selber auch schon auf den Philippinen war. Müssen wir endlich nochmal zurück, um Videos zu machen. Ja. Ja, und ich habe auch einen, oder wir haben einen Zuschauer von uns getroffen, Tobias aus Nürnberg. Und er hat auch einen YouTube-Kanal gestartet. Er hat, oder ich glaube, er dokumentiert auch die ganze Reise. Ich werde mal den Link zu seinem Kanal unten in der Videobeschreibung einfügen, dann kannst du dir das anschauen. Okay, also das war's. Bisschen lang am Schluss, aber das ist unnett, das alles so ein bisschen ab. Und ich werde natürlich auch eine Playlist erstellen. Einmal wird sie auch hier eingeblendet und dann auch wieder in der Videobeschreibung unten. Dann kannst du dir die komplette Serie, wir haben ja alles, das ist alles eine runde Sache, haben wir alles aufgenommen, die ganze Kreuzfahrt mit der AIDA Stella. Okay, also danke fürs Zuschauen. Bitte nicht vergessen, einen Daumen nach oben da zu lassen, wenn dir das Video gefallen hat. Und wenn du es getan hast, stark. Abonniere unseren Kanal und auf die Glocke drücken, dann verpasst du keines von den nächsten Videos auf dieser großen Food-Tour durch Südeuropa. Okay, bis zum nächsten Video. Das wird dann aus Mallorca kommen, so viel kann ich schon mal sagen. Tschüss! Tschüss!